Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Situation hat der russische Markt immer noch viel zu bieten. Und wir sehen weiterhin, dass neue Projekte durch ausländische Unternehmen durchgeführt werden. Jedoch sind nicht alle dazu imstande, sich ohne die Hilfe eines lokalen, erfahrenen Partners niederzulassen und erfolgreich zu sein. Seit 2003 hat Schneider Group über 500 Kunden beim Markteintritt und in der Geschäftsabwicklung unterstützt. Unser internationales Expertenteam versteht die Bedürfnisse unserer Kunden im Bereich Geschäftsaufbau, Geschäftsausbau und in der Gesetzgebung. Im lokalen Recht kennen wir uns ausgezeichnet aus und bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen. Die meisten ausländischen Investoren wundern sich über die Anzahl russischer Gesetze und Regelungen, die für ihre Tätigkeit relevant sind. Wenn unser Kunde zum Beispiel Waren oder Dienstleistungen vermarkten möchte, ist hierfür die Eröffnung einer Repräsentanz notwendig. Aber selbst für die Eröffnung einer Repräsentanz ist eine rechtliche Beratung im Gesellschafts-, Arbeits-, Migrations- und Handelsrecht wichtig. Deswegen besprechen wir die Vorgaben unserer Kunden und ihre Geschäftsziele detailliert, um mögliche rechtliche und wirtschaftliche Lösungen zu finden. Grundsätzlich gibt es drei Wege für die Geschäftsentwicklung in Russland. Erstens ohne die Registrierung einer juristischen Person, zweitens über eine Repräsentanz oder eine Niederlassung und drittens über die Eröffnung einer juristischen Person, das heißt einer Tochtergesellschaft. Während der Warenexport nach Russland und die Erbringung einer Dienstleistung an russische Kunden grundsätzlich ohne die Registrierung einer Präsenz möglich ist, können Kunden dennoch auf einige Schwierigkeiten stoßen. Die Regelungen im Mehrwertsteuerrecht über den Ort der Leistungserbringung können meistens sehr überraschend sein und dazu führen, dass ausländische Unternehmen russische Mehrwertsteuer zahlen müssen, obwohl dies bei einer etwas anderen Struktur vermieden werden kann. Wenn Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum hinweg Dienstleistungen in Russland erbringen, kann ferner eine Betriebsstätte begründet werden, was zu weiteren Problemen führen kann. Repräsentanzen und Niederlassungen sind hierfür eine Alternative. Früher waren sie bei der Geschäftstätigkeit in Russland sehr populär und sind heute bei Bau- und Montageprojekten immer noch sehr wichtig. Für den Warenimport und den anschließenden Verkauf in Russland sind sie jedoch nicht geeignet. Die Notwendigkeit, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Russland zu registrieren, entsteht dann, wenn zum Beispiel der Kunde eine größere Geschäftstätigkeit in Russland plant, wie zum Beispiel den Import und die Distribution in Russland. Gewöhnlich bitten wir unsere Kunden, uns ein Standardpaket an Dokumenten vorzulegen, damit unsere Juristen die für die Registrierung notwendigen Dokumente vorbereiten und diese bei der Registrierungsbehörde abgeben. Anschließend erhalten wir ein Registrierungszertifikat und eröffnen ein Konto bei einer Bank nach Wahl des Kunden. Nach der Registrierung bestellen wir den Firmenstempel und informieren die zuständigen Behörden über die Eröffnung der neuen Gesellschaft. In der Regel dauert die Registrierung 2 bis 3 Monate.